erst draußen. Und dann hättest du vielleicht einen Beruf. Dann hättest du doch mit Sicherheit einen Beruf, der mit Kindern zu tun hat. Das ist auch immer einer meiner großen Wünsche gewesen. So, irgendwie so als Pfleger oder so. Also sind es kranke Kinder oder vielleicht auch Kinder, die keinen haben. Waisenkinder oder so. Ich meine zum Beispiel auch, dass man kein Kind schlagen soll. Im Grunde meine ich, dass es völlig ohne Prügel, völlig ohne Schläge gehen muss. Genauso gern habe ich aber auch den künstlerischen Beruf. Man kann zum Beispiel kein Zauberkünstler sein, ohne dass man sich selbst vorher ein bisschen mehr gewundert hat als die meisten anderen Leute. Das mag vielleicht lächerlich klingen, aber die meisten fühlen sich nicht sicher auf der Bühne. Aber wenn es erst mal angefangen hat, dann habe ich mich hervorragend sicher gefühlt. Die Menschen sind ein Stück weg, nicht so nah wie im Alltag. Ich kann Ihnen etwas Nettes zeigen, wofür Sie keine Erklärung haben. Ansonsten kann ich überhaupt nichts nennen, wo ich mich tatsächlich sicher gefühlt hätte. Das gab's gar nicht. Erst jetzt seltsamerweise in der Heilanstalt habe ich ein Gefühl von Sicherheit. Hier kann ich mich so gut wie nichts falsch machen. Und hatte es auch sozusagen fürs Leben aufgegeben, in Gesellschaft so sicher aufzutreten wie die anderen. Weil ich einfach wusste, dass ich für Gesellschaft aufgrund meiner persönlichen Schwierigkeiten gefühlsmäßiger Art einfach nicht geeignet war. Also, dass ich in Realität glücklich war, würde ich glatt verneinen. Als 8- oder 9-Jähriger habe ich Zucker auf die Fensterbank gestreut, damit der Klapperstorch ein Geschwisterkind bringt. Tja, das hat nicht geklappt, was will man machen? Mittlerweile bin ich am liebsten allein. Die Trennung von meinen Eltern habe ich wie jedes andere Kind auch als eine Art bösen Traum erlebt. Das ist ja immer das Gleiche, was man da denkt. Die wollen einen gar nicht mehr haben. Das musst du doch schon mal gespürt haben. Ich meine, im Kinderheim in Rheinbach, da ging das ja noch. Da bin ich weitaus menschlicher behandelt worden als zu Hause. Obwohl meine Beziehung zu den anderen Kindern genauso beschissen war wie vorher auch schon. Da war immer die Angst vor dem Neuen. Aber im Knabeninternat in Marienhausen, mein Gott, da gehst du schon in die Knie, wenn du bloß zwei Jungen siehst, die du nicht kennst. Und auf dem Hof, da laufen über 100 rum, alle fremd. Ein paar von denen gucken schon ganz wild rüber, als ob sie es kaum erwarten könnten, dich endlich zu verdreschen. Angst hast du. Eine Memme bist du. Gib's ruhig zu. Das Ganze war wie ein furchtbarer Traum, was man nie wieder erleben möchte. Aber aus ganz anderen Gründen, wie sich dann herausstellen sollte. Marienhausen war die Hölle. Wenn auch eine katholische, aber das hat's nicht besser gemacht. Morgens um 6 Uhr aufstehen, ja? Natürlich strengstes Silenzium. Dann in Doppelreihe im Gang versammeln, die Treppe runter, immer noch in Doppelreihe rüber in die Kirche rein und dann Messe feiern. Aus der Messe raus, immer noch stillschweigen, in Doppelreihe oben in die Schule rein, dann Schule, große Pause und um 10:30 durfte das erste Mal gesprochen werden. Jeder hatte damals so eine Nummer, mit der er angeredet wurde, wenn er mal was falsch gemacht hatte. Ja, und falsch machen konnte man eine Menge nehmen. Und immer wieder haben wir das geprobt. Seid ihr Idioten oder was? Ihr seid die Besten aus eurer Gruppe, also benehmt euch auch so. Das ist ein Privileg hier. Kapiert ihr das? Von vorn.
konnte wirklich nicht sagen, dass sie jemanden in der Hinsicht benachteiligt hätten. Wobei Pater Seidlitz mich alleine so gut wie nie geschlagen hat. Das haben schon andere besorgt. Aber genau diese Hölle würde ich mit genauso viel Schmerz wie damals wieder ertragen. Nur wegen der unglaublichen Solidarität unter den Jungen, wenn es darum ging, diese Sadisten zu ertragen. In solchen Minuten und Stunden waren wir nur noch ein Wesen, ein Körper. Jeden Tag hat uns Pater Seidlitz gewarnt und Prügel angedroht, wenn wir uns gegen das sechste Gebot vergehen würden, ja? Ob alleine oder mit anderen, ne? Obwohl wir ja gerade in dem Alter waren, wo man nun mal anfängt zu wichsen, ja? Die meisten haben damals irgendeine Sauerei gemacht. Ich wäre auch am liebsten zu einem anderen Jungen ins Bett gekrochen. Aber das war natürlich mit das Gefährlichste, denn es konnte ja immer ein anderes Kind wach sein. Und in der Beziehung, wissen Sie, der Verräter schläft nie. Aber wenn ich den Mut dazu gehabt hätte, dann hätte ich es getan. Dabei wäre mir die Umarmung, die Haut, die Körperwärme des anderen Jungen sogar noch wichtiger gewesen als das Onanieren. Die üblichen Sprüche in dem Zusammenhang waren, die kann man erkennen, die Jungs, die sowas machen. Also, wer feuchte Hände hat, ist homosexuell. Der macht Sauereien. Und wer solche Sauereien macht, der ist schon ein Verbrecher. Und dass diese verbrecherischen Schweinereien, dass die eben direkt nach Mord kommen, ja? Und Todsünde wäre es auch gewesen, das hätte schon der Paulus immer gesagt. In der Klasse hat uns der Pater mal gestanden, dass sogar er mit Satan, mit Versuchungen zu kämpfen hätte. Aber er werde wohl, so der Herr wolle, Sieger bleiben. Allerdings beim Zeltlager in der Eifel, da hat der Herr dann wohl nicht gewollt. Der Junge war nicht aus dem Zelt zu bekommen, Pater. Seine Stirn ist ganz heiß. Fühlt sich nicht gut an. Mein Junge, da werden wir wohl heute im Bett bleiben müssen. Danke dir. Hier, damit du abgelenkt wirst und schneller wieder gesund wirst. Danke. Es ist Zeit, das Radio auszumachen und zu schlafen. Bitte bring es mir zurück, mein Junge. Besser. Geht so. Wenn du schon mal da bist, leg dich kurz zu mir.